Und damit herzlich willkommen, liebe FIFA-Freunde, zu einer kleinen Runde. Zwischendurch einfach mal spontan eingeworfen. Und diesmal, damit wir nicht immer nur das Gleiche sehen, spielen wir mit den Mädels. Deutschland gegen China. Das hier ist im Grunde das Rückspiel. Ich habe hier vor ein Spiel testweise schon mal gemacht und habe einfach mal die Rückspielfunktion genutzt. Das heißt, es kann hier auch sein, dass Einblendungen kommen, Hinspiel, Ergebnis, bla bla bla. Ne? Hinspiel habe ich 1:0 gewonnen, Tor durch Alexandra Popp in der 86. Minute, also eine ziemlich knappe Kiste. Aber soll jetzt hier egal sein. Ich wollte einfach mal noch ein Ründchen zwischendurch mit aufnehmen und damit wir nicht immer nur die bekannten Bundesliga-Clubs und so weiter sehen oder die großen Nationalmannschaften, spiele ich jetzt einfach mal mit den Mädels, denn ich mag Frauenfußball. Das ist die geilste Mischung aus Sex und Gewalt. So viel dazu. So, hätten wir das Thema Sexismus dann jetzt auch schon mal behandelt. Ui, der war abgefälscht, das ist eine Ecke. Und ich habe mal gelernt, ein Eckstoß, der Eckball soll möglichst zwischen Elfmeterpunkt und 5-Meter-Grenze kommen. Deswegen versuche ich das da mal so ein bisschen, ist ein bisschen schwierig, das Ding da so richtig zu halten. Oh, der wäre drin gewesen. Das wäre doch ein Tor gewesen. Das ist meiner. So, wie soll ich jetzt machen? Ja, genau so machen wir es. Einmal noch vorlegen. Scharfe, flache Flanke rein. Ah, die Dinger sind nämlich ganz gefährlich. Das habe ich hier inzwischen schon mitbekommen, dass scharf hereingebrachte flache Flanken schon für die ein oder andere Gefahr sorgen können. Ihr seht es da oben an der Anzeige links, Hinspielergebnis 1:0. Das heißt, wir müssen natürlich gucken, dass wir jetzt hier nicht 1:0 verlieren. Ansonsten würden wir nämlich Verlängerung, Elfmeterschießen und so weiter. Finde ich cool, dass man so eine Funktion jetzt eingebaut hat, dass man auch ein Freundschaftsspiel im Grunde mit Hin- und Rückspiel machen kann. Quasi dann in so einer Art Turniermodus. Dadurch kann man auch mal, wenn man so testweise ein bisschen was versucht, ein bisschen besser so ein bisschen dieses echte Fußballfeeling aus dem Turnier kriegen, weil man hier, so wie ich das hier gesehen habe, keine richtigen Turniere mehr so richtig einstellen kann. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man so benutzerdefinierte Turniere nicht mehr so richtig machen kann. Ich weiß gar nicht, ob das bei FIFA 16 noch ging. Ich glaube ja, oder? Korrigiert mich bitte, wenn ich mich irre. Ah, fuck. So. Das ist auch wieder... Nee, das ist nicht meiner. Mir war so, als ob da einer noch mit dem Fuß dran war. Aber ist egal. So. So, ihr könnt mir ja mal in der Kommentare schreiben, was ihr so von Frauenfußball haltet. Aber bleibt dabei bitte freundlich. Und kommt jetzt nicht an, Frauen haben auf dem Fußballplatz nichts verloren, die gehören an Herd, bla bla bla. Nein. Wenn die Kette lang genug ist, dann dürfen sie auch gerne mal auf den Fußballplatz. So. Habe ich euch mal wieder eine wunderbare Vorlage geliefert für irgendwelche sexistischen und frauenfeindlichen Kommentare. So. Und ich habe in der Partie hier vor auch wieder bemerkt, genau wie ich es schon mal bei meiner letzten Bundesliga-Prognose angemerkt habe, das Ganze spielt sich dann im Endeffekt dann doch schon ein kleines bisschen anders als FIFA 16. Vor allem, weil es so diese Details sind, die sich tatsächlich im Spiel dann doch ein bisschen bemerkbar machen. Das heißt, der Gegner ist einfach aggressiver. Die Ballannahmen müssen jetzt ein bisschen besser auch kontrolliert werden. Oh, schön vorbeigelegt. Ui. Also das ist alles nicht mehr ganz so automatisch, wie es noch bei FIFA 16 der Fall war. Oh, da geht sie aber ran. Da. Wie eine Katze. Nein, nein, das war jetzt ganz doof. So, raus aus dem Strafraum mit dir.
Das war jetzt eine ganz knappe Kiste. So, und jetzt aber einen schnellen Konter fahren. Wenn da vorne mal jemand noch mitkommen würde, dann täte mich das sehr freuen. Und da fällt das Ding. Das war Alex Popp, ne? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich sehe doch da diesen Pferdeschwanz. Oder ich habe ihn gerade gesehen. Oh Gott, jetzt schon wieder eine Vorlage. Ja, es war die gute Alex. Vergisst, dass ich gerade Pferdeschwanz gesagt habe. Das ist, nein, das geht sonst in eine völlig falsche Richtung. Und deswegen bitte ich euch, diese Aussage von mir zu vergessen. Ein Schelm, wer jetzt das Falsche denkt. Oh, ich lieb mich hier gerade um Kopf und Kragen, aber ist völlig egal. Kennt man ja nicht anders. Vor allem nicht von mir. So, wir haben insgesamt die 2:0 Führung nach Hin- und Rückspiel. Scheiße. Ja, das hat jetzt ein bisschen zu lange gedauert. Mann. Ja. So, wo sind wir? Achso, 44. Minute dürfte gleich Feierabend sein. Ich denke mal, so lang wird hier auch nicht nachgespielt. Ach, scheiße, der Pass war jetzt auch doof. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mir jetzt auch so langsam gerade auffällt, dass die Räume etwas besser zugestellt werden. Also wirklich auch die Passwege besser zugestellt werden und nicht versucht wird, von der KI zu sehr auf den Mann zu gehen, sondern hier wird dann auch wirklich so ein bisschen der Passweg vorab schon zugestellt, was natürlich schnelle Pässe mitunter ein bisschen einerseits problematisch machen kann, andererseits kann es aber auch dafür sorgen, dass man gezwungen wird, taktischer vorzugehen und andere Räume zu nutzen oder die Räume, die sich einem bieten, einfach ein bisschen effektiver zu nutzen. Finde ich geil, das fördert so ein kleines bisschen diesen Realismus und sorgt dafür, dass es nicht mehr zu einfach wird, dem Gegner tatsächlich eins auszuwischen. Denn das war bei FIFA 16 noch der Fall, dass man eben einfach gucken muss, okay, da habe ich Platz, da ist ein Raum da, da kriege ich den Pass durch. Klappt jetzt hier nicht mehr so, weil der Passweg zu ist. Ist förderlich für den Realismus und einfach auch für die Notwendigkeit, taktischer vorzugehen. Das ist so ein Detail, das sich im Spiel erst so richtig bemerkbar macht. Vor allen Dingen, wenn man gegen stärkere Teams spielt, fällt das schon so ein bisschen auf. Und das muss man da bei den Chinesinnen sagen, die gehören schon mit zur Weltspitze im Frauenfußball. Zusammen mit den Deutschen, den US-Amerikanerinnen natürlich. Die Franzosen rücken immer weiter auf. Die Japanerinnen darf man natürlich nicht zuletzt nach ihrer sehr geilen Weltmeisterschaft 2011 nicht vernachlässigen. Und von daher, ja, so langsam schließt sich diese Riesenkluft im Frauenfußball, die es ja, sag mal so, bis vor der WM 2011 noch gab, wo es dann wirklich so die Handvoll Teams gab, die wirklich komplett dominiert haben. Es waren Deutschland, das waren die USA und China war da zu dem Zeitpunkt ja so auf dem Weg. Inzwischen sind sie auch an der Weltspitze und nicht nur an der asiatischen Spitze angekommen. Ah, da ist irgendwer kaputt gegangen. Scheiße, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht wo lang. Oh, 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 das ist. Achso, der geht da unten runter. Ich habe gerade eben den Cursor nicht gesehen, wo der Ball jetzt runterkommt. So, klar ist. Ah, den hat sie noch. Klar ist auch, die Chinesen müssen jetzt langsam anfangen. Uiuiui. Ein bisschen aufzumachen. Das gibt mir natürlich Räume. Ah, schade. Und da ist dann ein 2:0 gar nicht mehr so unwahrscheinlich.
Ja, das ist meiner. So, wo denn jetzt am besten lang? Ja, Ja, rennt euch nicht gegenseitig über den Haufen, Mädels. So, na, das war doch noch ein schöner Pass. Und jetzt, scharf rein? Ja? Nein! Scheiße! Da hat jetzt tatsächlich nicht viel gefehlt. Schön mit dem Außenriss versucht, das Ding irgendwie aufs Tor zu drücken. Aber die Torfrau war da. Ja, oh Gott, oh Gott, nein! Das fällt hier so ein ekelhaftes Ding. Oh, das Ding war so ekelhaft, das gucke ich mir jetzt nochmal an. Und ihr auch. Ah, das war ganz, ganz, ganz blöd abgefälscht mit der Brust. Bumm. War Leonie Meyer, glaube ich, die das Ding da so ganz unglücklich abgefälscht hat. Jupp. Schade, schade, schade. Aber ist ja nicht so. Aha. Verdammt. So, mir fällt gerade so auf, dass ich zugegebenermaßen die Namen der weiblichen Nationalspielerinnen fast ein bisschen besser drauf habe als die von den Männern. Liegt womöglich daran, dass wir da nicht so eine starke Rotation haben. Sondern dass sich da so ein Kern rausgebildet hat, den man eigentlich kaum noch ignorieren kann, der kaum noch wegzudenken ist. Das ist ganz klar hinten rechts eine Leonie Meyer. Das ist eine Jennifer Maruschan. Das ist eine Simone Laudehr. Das sind so Namen, die kannst du aus der Frauennationalmannschaft einfach nicht mehr wegdenken. Und die bleiben dann natürlich hängen. Leonie Meyer. Besonders 2011 bei der Weltmeisterschaft ist sie richtig, richtig aufgetrumpft. Ein bisschen vergleichbar mit Joshua Kimmich bei der Europameisterschaft. Ungefähr damit kann man auch eine Leonie Meyer vergleichen. So war es bei ihr 2011. Die hat da richtig für Wirbel gesorgt auf der rechten Seite hinten. Hat mir unwahrscheinlich imponiert, das Mädel, von ihrer gesamten Spielweise, das Auftreten auf dem Platz und von daher eine ganz, ganz feste Größe in der Frauennationalmannschaft. Ah, 1 zu 1. Nee, ja doch, 1 zu 1. Und wenn wir das Hinspielergebnis mitzählen, sind wir bei einem 2 zu 1. Und haben das Ganze damit gewonnen. Jo. Das war doch sehr schön. Das sah sehr nett aus, was wir da hatten. Ja, hier sage ich jetzt erstmal Danke, dass ihr bei dieser kleinen Spontanpartie mit dabei wart. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.